Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play GTA San Andreas und wir befinden uns mitten in der Mission. Und zwar, liebe Freunde, habe ich die Mission nochmal angefangen, um euch den Anfang zu ersparen. Und es ging jetzt aber doch recht fix. Guck mal, wie viel Benzin wir noch haben, Freunde. Jetzt, wo ich die Steuerung, ja, wie ihr seht, ich kann die Steuerung. Jetzt, wo ich die Steuerung ein bisschen beherrsche, war es echt viel einfacher. Und ja, wir haben jetzt nur noch einen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben jetzt nur noch einen Lieferanten, den wir zerstören müssen. Das sind wieder die Jungs auf dem Bike. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir das packen. Denn letzte Mal ging es ja wirklich um darum, dass wir erschossen wurden, beziehungsweise zerschossen und nicht um das Benzin. Das heißt, ich muss jetzt wirklich vorsichtig sein. Wenn die mich jetzt nicht direkt... Ich habe es jetzt immer so gemacht, ich habe die nicht gleich angeschossen, ich bin einfach hinter die geflogen und da haben die mich noch nicht bemerkt. Und dann voll draufhalten. Das ist das Geheimnis, Freunde. Das ist das Geheimnis bei dieser Mission. Das war, jetzt habe ich es schon verkackt, Freunde. Ich habe es schon verkackt. Das beruhigt mich jetzt ein bisschen, wenn ich die Mission nochmal verkacke. Wir kommen relativ zügig dadurch. Die Frage ist jetzt nur, ob wir die Jungs jetzt hier... Ich glaube, wenn ich höher fliege, dann kriegen die mich nicht mehr. Aber dann kriege ich sie halt auch nicht. Ich bin aber jetzt echt beruhigt, dass ich erstmal Zeit habe. Mit dem Benzin. Come on! Komm schon. Sieht so abig aus, wie ich fliege. Ich weiß, Freunde, aber es ist gar nicht so einfach. Komm, 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 komm. Ich krieg die nicht. Das gibt's doch gar nicht. Oh, sie brennen, sie brennen. Sie brennen. Oh, holy shit, sie sind, Alter. Sie sind platt. Nice, Alter. Bisschen ärgere ich mich, dass ich euch jetzt nicht die ganze Mission nochmal gezeigt habe. Aber wie gesagt, Freunde, es war einfach nur der Anfang, was wir schon gesehen hatten. Und ich dachte, das dauert jetzt wieder ewig, deswegen wollte ich es euch ersparen. Aber wir sind echt zügig durchgekommen, Freunde. Sehr schön, freut mich. So, vielleicht sind wir dann bei Zero fertig. Ja, ja. Oh shit, ich darf... Oh Gott, okay, ich muss jetzt ganz langsam landen. Ganz langsam, ganz langsam. Sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Perfekt. Smell it. You know that ozone smell. Smells like victory. Ah. Darauf ein Kreuz, Freunde. Ist das ein Mann? Nee, okay, ich dachte wegen der Männerstimme, aber das ist er hier. Was? Alter, wir haben es geschafft, Freunde. Oh, ich möchte eigentlich direkt nach Hause rennen und speichern, aber... Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zu Zero und danach, Freunde, wenn wir das, ich hoffe, wir haben es dann mit Zero abgeschlossen. Danach gehen wir dann mal ein bisschen die Stadt erkunden, liebe Freunde. So, eigentlich müsste sie jetzt die Mission angefangen, sie ist voll reingelatscht, aber Spaß beiseite, Freunde, let's go. New Model Army. Und es regnet hier rein. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it? What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor, and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome. In the springtime, a butterfly. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither.
Typ, oh nein. No man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Dein Goblin-Helikopter verfügt über einen Magneten, der Objekte anheben kann. Okay, ich glaube, ich muss... Drücke W, um die Rotordrehzahl des Helikopters zu erhöhen. Dies bewirkt, dass er steigt. Okay. Okay, damit steige ich und so lenke ich. Alles klar. Carl, don't be an idiot. Use the goblin. Benutze Steuerkontrolle, um den Helikopter zu neigen. Ja, aber wie kann ich denn... Wie kann ich das jetzt... Achso, ich muss einfach drauf fliegen. Bevor dein Bandit weiter kann. Ja. Hä? Hä? Heb... Wie hebt er das an? Carl, I'm blocked. Ja, ich... Wie? Der Magnet... Magnet funktioniert nicht. Der Magnet funktioniert nicht. Ja, ich krieg den Magneten nicht... Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Ich muss den wegschieben. Ich kann den nicht... Ich... Curse you, Berkeley! Carl, move that barrel! Alter, ich würde ja gern, aber... Der Magnet hebt es nicht an. Muss ich irgendwas drücken? Carl, move that obstruction. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Noch so eine Mission, ey. Ich glaub's nicht. Komm. Ja, fuck, fuck, fuck. Drüber, 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 drüber. Drüber, drüber. Und... Nach hinten. Ich kann... Willst du mich verarschen? Und wie sehen eigentlich die Rotorblätter aus, ey? Ich... Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Okay. Okay. Ich curse you, Berkeley. Carl, move that barrel. Was ist da explodiert? Carl, move that obstruction. Ich versuch's doch. Aber das Fass hängt nicht an mir dran. So, wir haben das erste Fass weg. Ach du Scheiße. Deinen Banditen zu den Weg zu versperren. Ja, versperren. Okay, das kriege ich einfach. Das kriege ich weg. Das ist nicht schwer. Oder ist der hängt der jetzt woanders fest? Nee. Die mit ihren Spielzeugautos, ey. Ich könnte kotzen. Carl, I'm blocked. Ja, ich weiß. Warte doch mal bitte. Come on. There's another cursed barrel in the way. Ja, ich krieg... Komm schon. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Ja. Warte. Ich komm runter. Komm, schieb. Curse you, schieb. Berkeley. Carl, move that barrel. Okay. Ist das normal so, dass das nicht... Kommt er da rüber? Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Okay, spätestens jetzt bin ich doch im Arsch. Wenn er das nicht anheben kann, bin ich doch jetzt im Arsch. Shit! Die Steuerung ist echt gar nicht so einfach. Und wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Der hebt die nicht an. Seht ihr das? Er hebt die nicht an. Muss ich irgendwas drücken? Warte mal kurz. Muss ich irgendwas drücken? Ich probiere jetzt mal die Tasten durch.
kann auch nichts drücken, Freunde. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist vom Spiel. Ich hab's nicht richtig gelesen. Ich bin so ein Trottel. Alt. Du musst Alt drücken. Get me a plank to cross that river. Warum auch immer man Magneten aktivieren muss. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Ich komm doch schon. Du musst Alt drücken. Sehr gut, Ruckel. Du bist ein Held. Carl, I need a bridge, now. Ich hab's echt nicht gelesen, Freunde. Jetzt wird das doch ein Kinderspiel. Ich hab's nicht mitbekommen. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. Oh, Freunde. Da wird natürlich die Zeit jetzt auch nicht mehr mitmachen. Ich probiere es mal trotzdem. Ich habe das mit Alt nicht gelesen. Es tut mir leid. So. Wo ist er denn? Der Panzer. Ach hier. Direkt drüber geflogen. So, Junge. Ich mache noch mal ein bisschen Abstand. Du hast noch zwei... Wow, krass. Okay, ich habe drei Helikopter. Shit, ey. Ja, ja, ich komme. Und da ist noch ein Panzer, das schaffe ich niemals. Scheiße. Okay, das müssen wir, glaube ich, nochmal machen. Carl, I'm blocked. Shit, ey. Aber eine coole Mission, muss ich ja sagen. Ist echt nice. Was mache ich denn? Ist doch... Ich fahre das Ding... Jetzt fliege ich das Ding wieder zurück. Ich bin so blöd. Also ich stelle mich gerade extrem blöd an. Es tut mir leid. Okay, hier sind noch mehr Panzer. Alles klar. Nee, das schaffen wir wirklich nicht mehr. Jetzt hätte ich sogar in die Richtung gemusst. Bin doch nicht so blöd. Scheiße, nee. Das wird nicht, Freunde. Aber wir haben noch zwei... Bomben? Das heißt, vielleicht gibt es nur noch zwei Panzer, aber ich schaffe es trotzdem nicht mehr. Damn, fuck. Aber da sind doch noch zwei Panzer, aber warum habe ich dann nur noch zwei Bomben? Failure. I only hope you're happy, Carl. Ach, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ja, los, komm, wir machen es direkt nochmal. Let's go. Jetzt weiß ich es halt auch, Freunde. Jetzt weiß ich auch. Ja. Across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base. So, jetzt will ich aber gucken, wo das steht mit Alt. Let battle commence. Der Objekte anheben kann. Drücke W. Steht nichts von Alt. Steuerkontrolle. Steht nichts von Alt. Hä? Keine Fässer mehr? Sind die jetzt random verteilt? Da steht auch nicht, dass du drei Goblins hast. Wäre auch mal interessant zu wissen. Ach, jetzt muss ich die Planke holen. Drücke Q. Und E. Ach, der bringt die da. Ach so. Ach, ich hab mich schon gewundert. Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Es steht nichts von Alt, dass man den aktivieren muss, den
Magneten. Das ist schon echt mies. From our base and make a bridge across that gap. Ja, ja, komm, komm, komm. So. Aber an sich ist die Mission echt nice. Aber das wäre schon ganz gut gewesen, wenn man das mal vorher gewusst hätte, das mit dem Magneten. Oh, nice. Sehr gut. So. Wo kommt das nächste Barrel? Achso, jetzt kommt erstmal der, ja, okay, der Panzer. So, und so ist das Ganze nämlich ganz entspannt, Freunde. So ist das doch entspannt. Upsi. Ich hab's einmal zu oft alt gedrückt. Scheiße. Aber wir haben ja zum Alter. Jetzt wäre ich richtig ausgerastet. Wir haben ja 3 insgesamt. So, hier. Scheiß Panzer. Wo ist er? Wo steht er? Da. So, schön Abstand halten. Sehr gut. Wo ist das nächste Fass? Da. Okay. Komm. Komm. So. Alle Hindernisse beseitigen. Ich flieg das mal eben kurz weg hier. Carl, I'm blocked. Was? Ich hab doch... Wo bist du blockt? There's another cursed barrel in the way. Scheiße, ganz vergessen. Packt er die jetzt da wieder hin, wo ich die weggenommen habe? Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Ich komme, ich komme. Hat er da jetzt wieder? Ich will nur ganz kurz gucken. Nö, hat er nicht. Aber da liegt noch eins. Halt! Oh Gott, okay. Schnelle Bombe, schnelle Bombe. Come on, come on, come on. Okay. Einmal drehen, bitte. Carl, this bandit's nearly had it. Wow, fuck, ja, ich komme, ich komme. Alter, was? Warum ballert er den so ab? Warum fährt er nicht in Sicherheit? Oh my god. Berkeley shot this bandit up pretty good. Ja, fahr doch weg, Junge. Spasti. Shit! Carl, this bandit's nearly had it. Oh Gott, warte mal, da ist noch ein Panzer. Ich baller gleich mal den Panzer ab. Hier kommt ja keiner mehr. Ich hole mir gleich eine Bombe. Wenn der jetzt noch einmal getroffen wird, sind wir am Arsch. Oh, ich hoffe, ich kann den Panzer jetzt schon abballern. There's no bridge. There's no bridge. Ja, gleich, Junge. Erstmal den Panzer. Shit, und die Zeit, Freunde. Carl, I need a bridge. Halt's Maul. Wenn du unfähig bist, dich zu verstecken... Dann muss ich erstmal den Panzer fertig machen. Get me a plank to cross that river. Okay. Okay, okay, okay. Carl, there's no bridge. Alter, there's halt no bridge. Doch mal die Backen, Junge. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt. Carl, ich hoffe, ich kann ihn jetzt schon plätten. Ja, sehr schön. So, ich hoffe, es wird jetzt kein neuer Panzer da platziert.
So, jetzt holen wir eben eine Brücke. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Alter, wir haben nur noch 2 Minuten. Jetzt zackig. Carl, okay. I need a bridge. Now. Der Typ, ne? Get me a plank to cross that river. Ja doch, Alter, die Zeit wird jetzt richtig knapp, Freunde. Ich hab die fallen lassen. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Komm, 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 komm. Komm. Okay. Carl, I need a bridge now. Maus. Komme, ich komme, ich komme. Scheiße, oh, das wird so knapp, das Get wird so knapp. Ich hoffe inständig, dass kein neuer Panzer hingesetzt wurde. Schitzkis! Carl, this bandit's nearly had it. Was? Ist doch... Oh my god, Berkeley shot this bandit up pretty good. Okay, okay, okay. Die Zeit, Freunde, die Zeit. Ich weiß, ich sehe es, ich sehe es. Das wird jetzt Curse so knackig. You, Carl, move that barrel. Der scheiß Heli setzt da die ganze Zeit neue. Scheiß drauf. Carl, this bandit's nearly had it. Halt doch mal die Klappe, Junge. Du machst mich fertig. Meine Nerven, ey. Komm. Schitzkis. Carl, this bandit's nearly Alter, wir haben nur noch 17 Sekunden. Fahr zu. Ja. Oh ja. God. Berkeley shot this bandit up pretty good. Fahr. Ha ha. Ha. Berkeley, you sir are a loser. Leave the field of battle in shame. Pack up your crummy mail order business and get out of my town. Carl, you were all a duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. Die Subjekt generiert haben jetzt Einkünfte von bis zu 50.000. 7.000 Dollar. 5 Sekunden. Wir hatten nur noch 5 Sekunden Zeit. Wir hatten nur noch 50 Sekunden. Move it, A-hole. A-hole, alles klar. Das A-Loch. Alter, okay, wir haben schon mal 25 Dollar generiert. Alter. Alter, war das. Mein Herz, ey, Leute, mein Herz. Oh, Alter. Hier einfach mal direkt speichern. Das war knapp. Oh, ich bin so froh gerade, dass wir es geschafft haben, Freunde. Alter. Und natürlich klingelt das Telefon. Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Nee, das machen wir jetzt nicht. Not right now. I gotta check into some shit. Du kannst es jeden Mittwoch und Samstag erneut versuchen. Alter, hast du eine Duschhaube auf? Gib mir erstmal eine Karre, Junge. Alter, ich will noch mal ganz kurz gucken, wie viel Autos ich hier reinkriege. Und ein Polizeiauto. Oder wenn jetzt die Garage zugeht. Nice. Es gehen echt 3 Autos rein. So, verpiss dich. Let's go. Drücke 2, um Bürgerwehrmission zu starten. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ihr verhaftet mich nicht.
Ihr verhaftet mich nicht. Holy Mamoli, Alter, das war... Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich diese Mission geschafft habe. Beim zweiten Mal. Ja, Bürgerwehrmission machen wir später noch, Freunde. Alter, was ist hier? Hier können wir wieder eine Immobilie kaufen. 20.000, Alter. Dann gehört das ganze Ding mir hier. Was ist das? Das ganze Haus gehört mir dann, oder was? Alter. Ich fahr mal ein bisschen rum, Freunde. Guck mir ein bisschen die Stadt an. Wir waren jetzt hier nur in dem kleinen Eckchen. So, auf jeden Fall. Ich guck mir eben ganz kurz, ob ich hier... Wo kann ich denn hier Klamotten shoppen? Hier. Da ist auch ein Burger. Können wir dann noch einen Burger verknusen? Ja, es leckt. Gefährlich. Es leckt gefährlich. Entschuldigung. Entschuldigung. Bin nur auf der Suche nach ein paar Klamotten. Die müssen wir mal wieder updaten. Burger Shot. Oh, Zip Clothing. San Andreas. Das sieht ja nobel aus. Jetzt bin ich gespannt. Ich würde ja gerne mal einen Anzug oder so ausprobieren, aber das... Hier haben die noch irgendwelche Hemden? In GTA 4 war das ganz cool. Da konntest du immer direkt einfach zu den Klamottenständen gehen und dann hast du es einfach direkt da angezogen. So, wo kann ich denn, wo kann ich mich denn hier mal anziehen? Hier. Kann man wieder die Wolken betrachten. Das ist einfach ein Bild von Wolken. Oberkörper. Schwarze Audi, gestreifte Audi, braunes Hemd, hellblaues Hemd, gelbes Hemd, graues Hemd, kariertes Hemd. Was ist das? Nee, das ist auch so... Mann, ich wollte eigentlich mal einen Anzug anziehen. Schön Anzug, das wäre was Cooles. Ich probiere mal das graue Hemd. Warum sind diese Ärmel damit drin? Das sieht mega bescheuert aus. Das würde so eigentlich cool aussehen. Warum sind diese Ärmel damit dabei? Das ist doch affig. Kariertes Hemd. Graues Logo. T-Shirt. Jeansjacke, Bowlinghemd. Ich guck mal, wie das Bowlinghemd aussieht. Obwohl, sieht mal so ein bisschen aus wie Charlie Sheen. Ja, hinten. Es wäre cool gewesen, aber das Logo hinten ist schon wieder scheiße. Ich probier nochmal die Jeansjacke. Nee. Was hat eigentlich die Zeit, ja? Jeansack ist auch nicht so das Wahre. Blauer Hoodie. Ich glaube, das sieht auch bescheuert aus. Ja, nee. Mann, warum kann das graue Hemd nicht ohne diese Ärmel sein? Gestreiftes T-Shirt, wie das aussieht. Das sieht irgendwie nice aus. Das nehme ich. Das sieht irgendwie nice aus. Kostet auch nur $10. Kann sie nichts falsch machen. Und dann schauen wir mal bei den Hosen. Beige Khaki-Hose. Ach du Scheiße. Wohl. Passt sogar, würde ich sagen, passt eigentlich zu dem T-Shirt die Farbe. Ich nehme sie mal. Die gefällt mir ganz gut. Wir haben ja die Kohle. Ich gucke mir nochmal die anderen Hosen an. Sieht eigentlich nice aus mit dem T-Shirt. Olive Khaki-Hose, schwarze Khaki-Hose. Könnte auch gut aussehen mit dem T-Shirt. Sieht auch gut aus, aber ich nehme die aber mal trotzdem für ein anderes Outfit. Weil schwarze Hosen sind auch immer gut. Blaue Khaki-Hose wäre dann zu viel blau, glaube ich. Das
Da sieht man jetzt auch nicht so einen großen Unterschied zu der schwarzen, aber... Nee, die schwarze ist da ein bisschen neutraler. Jetzt kommt hier der Karl Lagerfeld. Der ist gar nicht tot. Ich bin's nur. Beige Shorts. Ich guck nur mal kurz. Also zu dem T-Shirt passen eigentlich, finde ich, eher lange Hosen. Und dann nehme ich auch die Cap ab. So, ich muss mir jetzt das Outfit merken. Ach nee, wir haben ja die Hose noch an. So, Schuhe. Graue Stiefel, rote Stiefel, braune Stiefel, Wanderstiefel. Obwohl, ich glaube, ich wechsle doch auf die andere Hose. Auf diese... Nein, fuck. Oh, die Zeit, Freunde. Nein, die wollte ich nicht. Ich wollte die hier. Ja, die finde ich dann cooler. Obwohl die Chucks eigentlich auch ganz gut dazu passen. Warum muss ich die jetzt nochmal co... Ich habe die doch gekauft. Warum muss ich da jetzt nochmal 150... Ich würde es nur mal kurz probieren. Warum muss ich jetzt nochmal 150 dafür bezahlen? Scheiße, kann ich die Hosen... Ich kann die Hosen nur wechseln, wenn ich... Ach, egal, was sind schon 150. So, Schuhe. Graue Stiefel, rote Stiefel. Nee, da finde ich die Chucks mit am besten jetzt gerade. Ketten. Blattkette. Nee, dazu passt keine Kette. Die sieht aber cool aus, ich nehme sie trotzdem mal. Was gab's noch? Goldkubaner. Alter, die ist auch nice. Okay, die brauchen wir später noch für ein anderes Outfit, nehme ich auch. Ja, kein Problem. Echt Gold, Freunde. So, die Zeit ist auch schon vorbei eigentlich. Uhren. Zip Gold. Ja, die sieht eigentlich cool aus. Nehmen wir auch natürlich. Die machen richtig Umsatz hier. So. Sonnenbrillen. Nee, ich mag durchsichtige Sonnenbrillen nicht so. Finde ich persönlich nicht so nice. Ach Quatsch, jetzt habe ich doch probiert. Nein. Aber die wird doch auch nicht so richtig anders sein, oder? Nee. Und Fliegerbrille ist eigentlich auch cool, aber durchsichtig ist halt nicht so nice. Okay. Kopfbedeckung gucke ich nochmal. Schwarzer Sonnenhut. Ist das jetzt so ein Anglerhut? Ja, oh Gott. Alter, Rap 2018/19. Nee, kannst vergessen. Ach, es ging ja schon viel früher los. Sorry, Freunde, das ist überhaupt nicht meins. Karo Sonnenhut, nee. Cap rückwärts. Haben wir endlich mal... Nehme ich aus Prinzip mit. Cap rückwärts ist immer nice. Cap seitwärts, schräg. Cap-Schirm oben. Nee. Okay, dann sind wir hier durch. Zu Hause lege ich Sonnenbrille, Cap und Kette ab. Und dann können wir uns auch nochmal eine schöne Frisur leisten. Downtown. So, ist mein... Ja, ist noch hier. Da fahre ich schnell heim. Und Speicher und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Freunde. Ups, Entschuldigung. Ich finde das auch so geil, dieses Detail, dass man halt die ganzen Polizeiansagen durchkriegt. Mega nice. Oh, komm ich da hoch? Ah, shit. Schade. Schade, schade, schade. Na gut, dann fahren wir hier lang. Shit.
So, die Poller stehen hier wieder. Wir fahren sie wieder. Oh nein. So. Ja, ja, drücke 2, bla bla. Fahren wir nach Hause, Alter. 35 Minuten, das ist eine lange Folge. Zack. Garage ist voll. Ich speichere hier nochmal. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen von dieser Folge GTA. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert kostenlos den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht es gut, liebe Freunde. Tschüss.